Verfassungsschutz finanzierte NSU-Terror. V-Mann Tino Brandt gesteht finanzielle Unterstützung. Erfurt. Tino Brandt, früherer Chef des Thüringer Heimatschutzes und V-Mann des Verfassungsschutzes, hat der Bundesanwaltschaft Geldzahlungen des Verfassungsschutzes an das untergetauchte Trio des nationalsozialistischen Untergrunds NSU bestätigt. Einem Bericht des Focus zufolge erklärte Brandt in seiner Zeugenvernehmung am 26. Januar in Karlsruhe, er könne nicht ausschließen, dass ihm die Behörde 2000 Mark übergab, die er im Jahr 2000 an Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe weiterleiten sollte. Zugleich berichtete er von einer weiteren fingierten Spende des Geheimdienstes in Höhe von 500 Mark. Es sei durchaus möglich, dass ihn die Behörde 2001 noch einmal beauftragt habe, durch eine Geldzahlung den Kontakt zu den Flüchtlingen aufzubauen. Außerdem gab er zu, dass er dem Verfassungsschutz 3 bis 5 Brettspiele pro Gromuli für je 100 Mark verkauft hat. Diese Abwandlung des Spieles Monopoly hatte Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe angeblich entworfen, um sich damit ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Brandt bestätigte dem Bericht zudem, dass er den Thüringer Verfassungsschutz jahrelang über Hilfsaktionen für Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe informiert hat. Er betonte, er habe dem Verfassungsschutz stets wahrheitsgemäß berichtet. Für mich galt der Grundsatz der Quellenehrlichkeit, so der 37-Jährige gegenüber den Ermittlern.